So, da sind wir jetzt natürlich in der Halle 2, weil hier ist ja der, entsprechend der Intel-Stand. Und ich werde jetzt mit der Nicole euch so eine kleine Runde über dem Stand zeigen. Was ihr jetzt hier gerade vorne seht, das ist dann entsprechend der Eingang und ihr könnt dann ein bisschen drumherum laufen. Aber we're going to take a look at the new Takoya watch. Yeah, ooh. Wait, the one on your wrist? What time is it? What time is it? It's time to head over to the corner of the booth. All right. Let's do it. Also, wir gehen mal hier rum. Der gesamte Stand, wie ihr sehen könnt, ist auch so ein bisschen, dass ihr Techniken ausprobieren könnt. Intel zeigt eigentlich mehr oder weniger seine gesamte Bandbreite an den neuesten Entwicklungen. Und was wir jetzt hier vorne haben, zum einen könnt ihr übrigens hier, wer noch ein paar Golfabschläge üben möchte, der kann dann hier entsprechend loslegen und dann auch zusammen mit der Takoya Connected das dann auch gleich sofort am Handgelenk darstellen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal hier, guck mal hier, wir kommen hier so ein bisschen rum. Gucken wir mal, dass wir hier einen freien Platz erwischen. Ah, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn wir von oben drauf filmen hier, sorry, wenn wir von oben drauf filmen hier, dann könnt ihr sehen, wir haben einen ganzen Schwung von den verschiedenen Uhren da am Start. Plus hier seht ihr auch noch die mit den verschiedenen Armbändern. Ja, das Problem bei der Uhr ist im Moment, ich glaube, so etwa 12 Wochen Lieferzeit. Aber in Hannover gibt es einen Juwelier, Chris, die haben, ich glaube, 50 Stück oder so bekommen. Falls ihr jetzt noch eine euch schnappen wollt, dann könnt ihr jetzt so schnell wie möglich dann darüber starten und versuchen, euch noch eine zu angeln. Ansonsten müsst ihr ein bisschen länger warten. Takoya ist da völlig von überrascht worden, von der Geschichte, beziehungsweise von der Popularität des Produktes. Es ist schon die meistverkaufte Uhr, die Takoya jemals hergestellt hat. Im ersten Jahr wollten sie 120.000 im Jahr herstellen. Jetzt müssen sie das mit 250.000 machen. Und das wird entsprechend eng. I'm sorry, Nicole. I almost left you. Yeah, I just wanted to check out this golf demo back here. Let's do that. Yeah. So you can actually see it. Maybe he can give us an explanation. Hey, do you want to explain what's going on here? Yeah, we have... Warte, wir können das auch noch auf Deutsch machen. Okay, zeig uns einfach mal in die Kamera, wir sind gerade live drauf, okay. Was ihr da Schönes habt. Wir haben hier eine kleine Live-Demo. Pass auf, hier ist die Kamera. Ja. Dann zeig, wenn du das kurz rein zeigst, okay, dann wird das klasse. Also wir haben auf dem Intel-Stand eine kleine Live-Demo vom Golf. Und zwar haben wir eine Detect Heuer Smartwatch, die der potenzielle Kunde dann um die Hand bekommt. Diese Uhr generiert Daten, die in Real-Time auf dem Tablet selbst analysiert werden. Okay. Das heißt beispielsweise der Schwung, die Geschwindigkeit der Hand etc. Das ist eigentlich das, was hier abgeht. So, und Nicole bekommt jetzt gerade die Connected hier ans Handgelenk. Guck mal, wo wir jetzt hier gerade Prinzessin Lea und ihre Schwester haben. Hier auf der anderen Seite, guck mal hier. Was wir da gerade noch entdeckt haben, wie großartig, sehr schön. Das ist auch Cebit. Cosplay auf der Cebit, wer hätte das denn vor ein paar Jahren gedacht? Aber jetzt haben wir die Nicole und ich glaube, jetzt wird das richtig spannend. Also, Nicole, you have an insurance for this, right? Yeah, absolutely. Let's do this. I hope I don't miss this. Oh my God. Let's, ja, na, ja, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. So, und jetzt gucken wir mal, was Nicole da jetzt Schönes gemacht hat, beziehungsweise geht das schon? Moment, also ich habe hier, glaube ich, einen kleinen Bug drin. Na, das hat jetzt nicht unbedingt hingehauen, weil das war zu schnell. Einen ganz kleinen Moment, wir können das noch einmal kurz wiederholen und dann zeige ich Ihnen ganz genau, was alles... Did it vibrate? Yeah. Super. Okay, Nicole war zu schnell gewesen. Dann müssen wir mal gucken, was sie jetzt hinbekommt. Ja. That looked absolutely amazing. Professional player. So, ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück, aus Sicherheitsgründen. Hier kann man sehen, wie schnell... Okay, warte mal, wir holen was mit der Kamera rein. Nicole ist, glaube ich, zu gut für die App. Ja. Ah, so, guck mal hier. So, ich halte den mal ganz kurz, dann haben wir das hier vernünftig in der Kamera.
So. Genau. Und wenn du das uns jetzt mal ganz kurz erklärst. Genau, hier kann man den Schwung von, in dem Fall Nicole, sehen in 3D. Sie hat halt einen sehr schönen Schwung, auch ziemlich konstant und gerade. Die Geschwindigkeit sind 15 mph, also ist ordentlich auf jeden Fall. Okay. Die, die, Moment, wo ist der Engel, der Grip, also sie hat den Schläger ziemlich ordentlich, ziemlich hart in der Hand. Okay. Das ist auch, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Und sonst kann man noch sehen, wie schnell der Ball geflogen ist beispielsweise, wie der Winkel war vom Schlag direkt. Okay. Und also man kann halt diese Daten in Echtzeit analysieren. Also, falls ihr das mal ausprobieren wollt, dann bekommt ihr hier die Takoya Connected direkt am Intel-Stand verpasst und ihr könnt dann ja ein bisschen für die Pros unter euch euren Golfschwung optimieren. Also in der Halle 2, vorne an der Ecke, ihr habt es gesehen, da stehen die ganzen Takoya Connected und dann könnt ihr halt ein bisschen golfen. Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt mal weiter zur anderen Seite. Müssen wieder an dem Eingang vorbei, hoffen, dass wir mit dem Kabel niemanden einfangen werden auf unserem Weg dahin. Und zwar würde ich ganz gerne, dass wir mal zu diesem, ja, wie soll ich sagen, Connected Weinberg, so nennen wir, pass mal auf, hier, seid vorsichtig, hier ist nämlich so eine Kante, ja. So it's about 10 minutes to 12. Can we already have a glass of wine? Yes, we can absolutely have a glass of wine. After 11. It's after 11. That's fine? Yeah. Oh, fantastic. Totally. Hallo zusammen. Könnt ihr uns kurz mal ein bisschen erzählen, was ihr hier zeigt? Wir sind Maomega und wir zeigen hier die intelligente Weinrebe. Okay, und was macht es genau? Was macht sie intelligent? Also wir haben eine Sensorplattform, die hat Sensoren und die messen dann Lufttemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Bodentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Habe ich das schon? Okay. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 5 und die Sonneneinstrahlung. Okay, und das kann ich dann hier auf dem Tablet entsprechend abrufen? Warte mal, ich hole mal eben die Kamera hier ran. Dürfen wir dann auch ausprobieren, ob das geklappt hat? Ja, ob das mit dem Wein geklappt hat. Das müssen wir ja wissen. So. Während wir auf die App warten, werden wir uns schon mal ein leckeres Gläschen Wein kredenzen lassen. Ja. So. Ah. Finally. Finally, I've been so looking forward to this. Drinking before noon. I think this means this is from the tech lounge upstairs. And you guys are live. In diesem Sinne, erstmal schon mal Stößchen. Ding. And here we go. It's sweet. I kind of like that. It's like daytime wine. It is a daytime wine. So perfect for daytime drinking. We should call it a day. We should call it a day. And just stay here. We'll stay here. We're actually moved Tech Lounge down here to the wine bar. Aber was wir jetzt haben, wir kommen mal jetzt hier mit der Kamera. Ich muss ja wirklich aufpassen. Ansonsten möchte ich nämlich gleich mir wirklich so eine Flasche noch mit hoch ins Studio nehmen. Aber jetzt können wir uns mal anschauen, was man da so genau alles sehen kann. Wenn du mal ganz kurz das Mikrofon nehmen kannst und was du vielleicht noch ein bisschen erklärst. Also hier sieht man eben unten die Sensoren. Wir haben hier Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodentemperatur und die Sonneneinstrahlung. Und ja, die neuen Werte kommen alle auf der linken Seite. Wenn jetzt einer zum Beispiel hinten an dem Sensor, der da runterhängt, spielen würde und das erwärmen würde, würden wir das hier sofort sehen. Und was hat der Winzer davon? Kannst du so ein bisschen was dazu erzählen? Also der Winzer hat davon, dass er erstmal eine Riesenzeitersparnis hat. Dann hat er davon, dass er genaue Werte hat über seine Bodenqualität, über die Werte. Dann hat er auch zusätzlich noch die Möglichkeit zu gucken, wann er düngen muss, wie er düngen muss,
und Sachen. Oder wenn er zum Beispiel, jetzt im Sommer war es ja richtig heiß, wann er zum Beispiel in bestimmten Lagen wässern darf, was ja nicht überall erlaubt ist, aber in bestimmten Regionen schon. Was ich persönlich schon mal sagen kann, mit diesen Wahlen hat das hervorragend hingehauen. Welcher ist das? Können wir den noch mal reinhalten? Ja, es ist Hard to Hard. Aber es ist volle Flasche. Ach ja, das sind die hier, ne? Hard to Hard, ja. Kommt von der Mosel, ist ein bisschen süßer unterwegs. Was mir gefällt, weil ich kriege von trockenen Weinen immer Sodbrennen. Also, den nehme ich jetzt mit. Zwei Flaschen davon, hoch in die Tech-Lounge rein. Und dann werden Nicole und ich noch eine Runde abfeiern da drin. Weil der nächste Gast, der kommt ja erst um eins. Ne? Cheers. Cheers. I like our job. Me too. Drinking before noon means winning at life. Da wisst ihr dann also, wie das aussieht mit den Lebensweisheiten. Ich werde den jetzt mal eben schnell... Vielen, vielen Dank. Das war ganz großartig. Für mich jetzt schon das Highlight der CeBIT hier. Der Connected Weinberg, der Smart Weinberg. Insbesondere, dass man auch hier schon vor 12 Uhr vorbeischauen kann und damit sich den Rest des Tages ein wenig angenehmer gestalten. Wir gehen jetzt mal, ich glaube, so langsam wieder zurück, weil ich denke mal, es ist auch nicht verkehrt, wenn wir euch zeigen, wie die Tech Lounge oben aussieht, damit ihr so ein bisschen was von der Technik seht und was Intel auch für uns da generell zusammengebaut hat und zur Verfügung gestellt hat. Plus für die Blogger da draußen, die sich angemeldet haben. Ihr müsst dann auch hier entsprechend durch, da registriert ihr euch und dann könnt ihr dann da oben rein. Ich sehe schon, unsere nächsten Gäste bereiten sich schon mal drauf vor. Zumindest mental, auf das, was ihnen gleich widerfahren wird. Lasst uns mal hier hochgehen. Hier sind dann die diversen Meetingräume. Da seht ihr den Dieter, den hatten wir ja gerade drin. Da bist du schon wieder. Wir waren gerade beim Connected Weinberg gewesen. Großartig. Ganz gut. Ja, aber selbstverständlich. Es ist ja schon vor 12. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann seht ihr zum einen erstmal hier vorne den Bernd und den Markus von Mobile Geeks, die sich jetzt um die ganzen Social Media Sachen kümmern. Da drüben haben wir noch den Steve, der arbeitet gerade an so ein paar Videos. Hier ganz wichtig, unser kleiner Kühlschrank, damit wir auch immer ordentlich mit Getränken versorgt werden. Und das ist das Aquarium Teil 1. Ja, Aquarium Teil 1 ist voll mit Technik, mit den Jungs von der ESL, die dafür sorgen, dass ihr ein vernünftiges Bild habt, einen vernünftigen Ton, alles die ganze Zeit überwachen. Und hier drüben, bevor wir in unser Studio gehen, das muss ich euch auch zeigen, das ist das Render Beast. Jetzt noch auf der CeBIT, schon bald bei uns in Taipei im Studio. Eine etwas andere Variante. Ich glaube, der hat 36 Kerne hier, den ihr jetzt hier habt. Ne? Mal 18, genau. Also zwei 18 sind Xeon-Prozessoren da drin. 2699 Power 3. 18 Kerne jeweils, 2,3 Gigahertz. Ja. Ich glaube, die ganze Kiste hat 256 Gigabyte RAM. Ne? 128, aber ja, immerhin. Aber würde gehen. Würde gehen, ja. Geht auch noch mehr. Du kannst 512. Und im Moment sind drei SSDs drin, eine normale. Sollen wir mal ganz kurz reingucken? Ich glaube, wir können den auf der Seite relativ einfach aufmachen. Ne? Dann reden wir einfach mal drüber, weil die Kiste wollt ihr wirklich sehen. Das ist sehr, sehr abgefahren. Übrigens ist da auch die neue PCI Express Intel SSD drin, die letztes Jahr vorgestellt wurde. Aber ich glaube, in der Variante im RAID 0. Genau. Und wir haben gestern mal ein paar Benchmarks laufen lassen. 5 GB die Sekunde hat er gelesen und ich glaube 2 GB die Sekunde geschrieben. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen näher rangehen, dann können wir den sehen. Plus wir haben hier eine GTX 980 Ti als SLI. Als SLI, genau. 6 GB RAM jeweils, also ziemlich oberes Ende. Das reicht, sag ich mal. Ne? Ja, gerade so. Und wie du schon gesagt hast, die beiden SSDs, die obere ist die Datacenter-Version, die schnelle RAID-Version. Die drunter ist die normale Desktop-Version, die Consumer, die 750er
mit aber auch 1,2 Terabyte. Die Consumer, die habe ich jetzt zu Hause, beziehungsweise in meinem Arbeitsrechner. Und das ist schon was richtig, richtig Feines. Insbesondere dadurch, dass ihr den Serial ATA Bottleneck komplett damit übergeht, ab in den PCI Express rein. Das Leben ist einfach zu kurz. Zum einen für eine HDD und zum anderen für eine SSD, die am SATA hängt. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken, was da im Bereich PCI Express läuft und vor allen Dingen, was ihr hier für ein schickes Gerät habt. Kannst du uns so ungefähr sagen, Kosten, Gesamtsystem? Das, so wie es da steht, etwa 25.000 Euro. So, also, jetzt könnt ihr euch überlegen, der Golf oder den Renderrechner. Und wenn wir das auch noch kombinieren mit einem riesengroßen Monitor, wir waren ja gestern schon bei Microsoft, ich baue hier gerade Brücken zum nächsten Gesprächspartner, wir waren ja gestern schon bei Microsoft und haben uns den Surface Hub, den 84-Incher, angeguckt. Ich glaube, der lag auch im Bereich 22.000 Euro. Das wird zusammen funktionieren und das läppert sich dann auch alles so ein bisschen zusammen. Sag leise uns einen. Aber wenn ihr noch vorbeikommen wollt, wie gesagt, wenn ihr euch für die Blockhütte eingetragen habt, dann könnt ihr natürlich diese Kiste hier ausprobieren und nutzen und wisst dann so ein bisschen, wie viel Zeit ihr im Leben verplempert, wenn ihr nicht so viel Dampf unter dem Rechner oder der Rechnerhaube habt. Absolut, viel Spaß dann damit. Werden wir haben. Und damit gehen wir final noch bei uns ins Studio rein. Ja, so sieht das hier aus. In der Halle 2. Wir haben hier einen schönen Ausblick, wie ihr sehen könnt, unsere gesamten Sponsoren Intel, Microsoft 1&1 und G-Data. Und Gott sei Dank, wisst ihr was, das Allerwichtigste an diesem Studio sind nicht die Kameras, sind nicht die Mikros, sind vor allen Dingen auch nicht die Sitze oder das Licht. Das ist hier oben in der Ecke. Und das ist die Klimaanlage. Wenn die nicht an ist, hast du nach 5 bis 10 Minuten ein Problem. Das ist also mal das Problem, was ich habe, wenn ich im Sommer von zu Hause die Tür aufmache und ins Office fahren will, weil dann haben wir dann irgendwie so gefühlte 40, 42, 43 Grad da draußen und das kommt dann auf euch zu. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dass ihr ein bisschen Eindruck bekommen habt, ja, wie so ein Stand hier auf der Messe aussieht. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es auch vernünftig rübergekommen ist mit dem Ton und das alles erklettert. Und vielleicht war das ja genug Anregung für euch, dass ihr euch diese Woche noch auf den Weg macht, und sie persönlich in der Halle 2 besuchen kommt auf dem Intel-Stand, dann schaut er einfach vorbei. Lecker Käffchen gibt es hier, Getränke und so weiter. Und vielleicht abends auch noch mal ein hopfiges Kaltgetränk. Aber ihr habt ja schon vorne gesehen, wer Wein mag, der kann auch da die Erzeugnisse des Smart Weinbergs ausprobieren. Wir machen jetzt so etwa 5 bis 10 Minuten Pause und dann sind wir wieder zurück mit unserem nächsten Gesprächspartner. Bis gleich. Sascha für Mobile Geeks hier und ich mache einen ganz kleinen schnellen Vergleich zwischen dem Galaxy Note 5 hier auf der linken Seite und dem neuen Samsung S7 Edge. Der erste große Unterschied, den könnt ihr direkt sehen, weil der Screen am Note 5 Edge, das war ein 5,7 Inch, zwar auch mit der Quad HD Auflösung, also 1440x2560. Aber wie gesagt, ein bisschen größer als der nun 5,5 Inch große Screen hier auf dem S7 Edge auf der rechten Seite. Beide natürlich Super AMOLED, also genau das, was wir von Samsung eigentlich erwarten. Nach wie vor, ich unterschreibe sofort, Samsung hat den Markt für Displays revolutioniert mit der AMOLED-Technologie. Und hier sehen wir einfach die neueste Generation, mehr oder weniger. Was natürlich aufgrund des größeren Displays auch noch ein bisschen anders ist, ist das Gewicht. Und zwar haben wir hier 157 Gramm bei dem Galaxy Note 5. Nein, sorry, genau umgekehrt, 171 Gramm bei einem Galaxy Note 5, denn das ist das Schwerere. Und hier haben wir 157 Gramm bei dem S7 Edge. Wenn wir uns über die Dicke unterhalten, dann tun die beiden sich eigentlich nicht ganz so viel. Das Note 5 ist mit 7,6 mm extrem dünn. Das Edge ist ein bisschen dicker, 0,1 mm. Ja, als ob das einer nachmessen würde. Zumindest könnte es schon kaum sehen. 7,7 mm. Beide übrigens mit Corning Gorilla Glas vorne entsprechend drauf. Und das heißt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ihr mit dem Schlittschuh darauf rumfahren sollt, aber das hält schon eine ganze Menge an Kratzern ab. Ganz spannend wird es, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Prozessoren verbaut sind. Ihr wisst, dass mit dem Note 5 und auch mit der S6-Serie, ja,
Samsung zum ersten Mal komplett auf seine eigenen SoCs gesetzt hat. Das heißt, hier haben wir den Exynos 7420.